knallen. Hier kommt's rückwärts, steht da voll drin und weißt knallt du was, noch der, rein. Der knallt aber anschließend rein, also nicht mehr, wo die Safer Barriers sind. Schon hat, in die Mauer. Ja, der hat die harte Mauer erwischt. Haben da wirklich Glück, wie du der sagst. Webber reagiert unglaublich gut, dass der ums Wrack kommt. Der trifft ja fast noch Coulthard rechts. Jetzt hat Ralf Schumacher den Helm abgenommen bekommen, ist nach wie vor im Auto. Hier nochmal die Zuspielungen. Hier ist das Bild. Da er wird jetzt mit dem Sitz geborgen. Aus Sicherheitsgründen macht man das. Da hat er sich richtig verhalten. Nicht versucht auszusteigen, weil wenn er was am Rücken haben sollte, ja, dann darf er nicht aussteigen. Das würde das Ganze schlimmer machen. Deswegen haben wir diese Sitzschalen, die man mit dem Fahrer herausnimmt, um mögliche Rückenverletzungen eben nicht zu behandeln und nicht, dass der Fahrer dann mit dem Aussteigen sich die Verletzungen noch schlimmer macht. Mensch, jetzt haben wir zweimal Glück gehabt. Alonso war ja harmlos gegen das hier, aber beide Unfälle stecken einem doch gewaltig in den Knochen. Das wird jetzt einige Zeit hier in Anspruch nehmen. Wir halten mal die Reihenfolge fest. Michael Schumacher geht, während sein Bruder da verunglückt, zum Boxenstopp und führt weiterhin vor Sato, Button, Webber, Montoya ist jetzt Fünfter. Räikkönen und Rubens Barrichello liegt nur noch auf Position 7. Die haben einen Doppelstopp absolviert. Nur Michael Schumacher hat das Glück gehabt, dass er den Stopp absolvieren konnte und in Führung bleiben konnte. Während der Bruder da jetzt verunglückt ist und geborgen werden muss.